Einmal nach hier unten hin. Diese Armee einmal verschieben. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Die dritte Minerstellung ausbilden und von Novberg. Meine Pläne sind so leicht durchschaubar. Chill. Ich gebe euch Gelegenheit, eure Loyalität. Ja, von mir aus. Erfolgsamkeit ist vielversprechend. Lucius! Hey, wirklich beeindruckend. Ihr seid auserkoren, die Interessen des Kaiserreichs zu vertreten. Warum will er die jetzt Entermannschaften laden? Entermannschaften sind normalerweise super Aufträge, die ich auch liebend gerne erfülle. Aber nicht jetzt. Nicht zu diesem Moment. Und in Bezug auf die zerlegte Siedler 5 Aufnahme. Ich denke, ich werde das so machen. Ich mache daraus 2 einstündige Folgen. Zu unser aller Leid. Und unterlege die mit Siedler 5 Musik. Für Battlefleet Musik ist da nicht wirklich Platz drin. Vor allem, weil es eigentlich reguläres Siedeln zum 90% der Zeit ist. Die Moderation ist ja netterweise drin. Das Einzige, was im Arsch ist, ist das Spielaudio. Was mich unglücklich macht. Sehr unglücklich. Ihr müsst mir in dieser Angelegenheit zu. Nein, Northburg! Ich will nicht einen Schatz suchen. Das ist der Spiel, das Spielswille. Aber wirklich. Ich möchte Northburg einfach nur ausschalten. Und im Fall von Marie Dartois, wir werden diesmal nicht jedes Mal neu laden, um die verschiedenen Aufträge zu kriegen. Es gibt 2 Aufträge, die wir wollen. Wenn wir wissen, dass wir einen Auftrag von ihr bekommen können, speichern wir vorher, laden neu, bis wir den bekommen und spielen an dem Punkt weiter, bis wir ihren nächsten Auftrag bekommen können. So denke ich, halte ich das fürs Vernünftigste. Und nur ein Auftrag erfordert von uns tatsächlich mehr als irgendwas zu machen, glaube ich. Denn der einzige Auftrag, der uns, glaube ich, irgendwas wirklich abverlangt, was zu verändern, an dem wir gerade stehen, wäre von Helena. Und der würde von uns erfordern, dass wir eine Moschee bauen. Also eine Sultansmoschee, wofür wir eine Metropole hier draus machen müssten. Was mich jetzt schon wieder unglücklich macht, wenn ich drüber nachdenke, dass es passiert. Was ist denn hier los? Wann ist das denn bitte alles passiert? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Bitte um Entschuldigung, aber seit wann? Wann geht uns der Stuff denn bitte aus? Ihr müsst mir in dieser Angelegenheit zu Hand. Nein, Northburg. Der einzige Auftrag, den wir brauchen, ist ein Eskortieren Sie verdammter Schiffauftrag. Kein anderer wird von uns gebraucht. Aber ja, der einzige Auftrag, der von uns wirklich noch einen größeren Stadtausbau erfordert, so denke ich, ist halt Helena Flores. Bauen Sie eine Sultansmoschee. Und Gummi geben. So, bauen wir sofort die Dattelmontage dahin. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her.
Hierbei benötige ich eure Unterstützung. Auch Northburg, nein! Ich will nicht das. Ich will was anderes. Gib mir Escort. Normalerweise hasse ich Escort-Missionen. Dann wiederum, in diesem Spiel gehen sie meistens. Meistens. Aber jetzt gerade brauchen wir sie. Weil es die einzigen Aufträge sind, die wir einfach nicht tun müssen. Die wir einfach liegen lassen können. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und dann kann es nämlich nur noch Maria Trois Aufträge geben. So, was können wir noch machen, was irgendwas ändert? Schleimreiber Lucius. Ich gewähre euch eine Audienz. Kirchliche? Fresh. Okay, gleich nochmal. Ich glaube, es genügend gemacht hat, um was zu verändern. Nein! Ah, wer weiß. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Schub! Es ist der ausdrückliche Wunsch des Kaisers, dass ihr euch hiermit befasst. Blockaden haben ein Zeitlimit. Und das ist keine Hilfe. Auch das Abgeben des Beweises hat ein Zeitlimit. Ich muss nämlich kurz überlegen. Denn theoretisch hätten wir die Schiffe vielleicht vernichten können, den Beweis behalten können. Aber es hat ein Limit. Und das geht also nicht. Das erfordert eine Überlegung. Ich möchte übrigens anmerken, morgen in Horizon, wir haben die Waschbärhaut. Wir haben die Rüstungen zusammen, die wir noch einkaufen wollten. Das heißt, wir haben keine weitere Jagd-Session. Ich habe durchaus ein Weilchen damit zugebracht, die Waschbärenpopulation zu finden und zu schlagen, wo auch immer ich sie gefunden habe. Bringen wir das Musik nach hier oben. Aber es ist erschreckend, wie viele hautlose Waschbären existieren. So, wir bauen das jetzt ein bisschen anders. Wir bauen das jetzt so. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Reicht das? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Falls nicht, setzen wir noch ein Feld hin, dann ist das gut. Es ist der ausdrückliche Wunsch des Kaisers, dass ihr euch hiermit befasst. Absolut, Northburg, absolut. Ich bin da ganz bei dir, my boy. Liebend gerne eskortieren wir mindestens 3 der 4 Schiffe aus der Region und bringen den Beweis anschließend. Oh, Moment, der Beweis bleibt bei uns in der Tasche. So, die Sohle. Tiefer buddeln. So, die Handelsrouten sind nahezu unbefahrbar. Überall Korsaren. Gerade jetzt muss Lord Northburg eine Lieferung an den Kaiser senden. Sie muss um jeden Preis das Ziel erreichen. Beschützt sie. Absolut liebend gerne. Gar kein Problem, Northburg. 18 Minuten abwarten. Das bedeutet, ein möglicher weiterer Auftrag kann kommen um 12. 12, 15 ungefähr. 12, 12. 12, 13 irgendwie.
So, sind unsere orientalischen Schiffe auch unterwegs? Ja. Hierbei so. Benötige ich. Segelt los. Da sind noch ein paar große Kriegsschiffe, die nichts eskortieren. Oder? Nein, alles bewegt sich. Gut. Und die gehen alle in die gleiche Richtung. Das ist genau, was ich sehen möchte. So, löst sich unsere Nahrungsmittelproblematik hier damit auf? Nicht wirklich. Feindliche Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern. Der globale Feind! Entschuldigt, aber ich sehe nichts. Das sind ganz schön viele Korsarenschiffe, die da ankommen. Weißt du was? Scheiß drauf, vernichtet sie alle. Dann machen wir es aktiv. Ach ja, da lebt noch was. Hinfort. Andererseits, große Kriegsschiffe gehen nach hinten. Beschützen die Schwestern. So. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Okay, das ist gut. Zeitlich sitzen wir jetzt gerade bei 11:56. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Und das ist damit alles vollkommen in Ordnung. Wir werden dann mehr Kaffee und mehr Rosenzeug schon mal vor. Rosenzeug nicht unbedingt, glaube ich. Wie geht's mit dem Duftwasser hier? Eine Produktion es geht. Perlenketten machen wir auch nicht so. Eine Aua. Produktion kommt zum Erliegen. Datteln machen wir in erster Linie Sorgen. Betriebe stellt keine Waren mehr her. Hundert? Warum hast. Warum, Spiel? Aber keine 100. Einer ihrer Betriebe stellt keine. Wir machen jetzt beide 100. Brav. Der Besatzung dieses Schiffes kann man. Wir gehen all dem Hintersten nach. Die gehen dann wirklich alle dem Hintersten nach bisher. Oh nein, dir nicht. Vernichtet sie einfach. Große Kriegsschiffe sollten sich darum kümmern. Kleine Kriegsschiffe kümmern euch hier rum. Die haben nicht gelogen, als sie sagten, unbefahrbare Handelsrouten. Was ist hier Eure los? Eure Fähigkeiten passen perfekt zu meinem bescheidenen Anliegen. Wann hast du den Auftrag gegeben? Hat er auch einen zweiten Auftragslot bekommen jetzt? Wahrscheinlich, weil wir in der Metropole stehen haben. Ja, zumindest haben wir einen Auftragslot damit stillgelegt. Nun gut, holen wir die 20 Tonnen Waffen für ihn.
Meine Handelsschiffe haben neue Waren aus dem Kaiserreich an Bord. Ungeachtet dessen, die Escortschiff entkommen. Ein Schiff hat die Region wohlbehalten verlassen. Ein Schiff hat die Region wohlbehalten verlassen. Sie haben ein Schiff erfolgreich eskortiert. So. Ihre Eskorte war erfolgreich. Na gut. Das kommt jetzt in irgendein Konto und bleibt dann da liegen. Hier drüben ist noch Platz. Nun gut, ungeachtet dessen, wir haben Norfolk damit schwierig, aber jetzt müssen wir... Ich weiß nicht, wann dieser Auftrag bitte erteilt wurde. Von Garibaldi. Das hat möglicherweise ganz um 18 Minuten nochmal zurückgeworfen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Denn ja, auch das Spawn von solchen Schiffen setzt den Timer zurück. Bitter, ich weiß. Dann wieso, vielleicht laufen die über den Separaten. Wer weiß. Ich will's hoffen. Hast du schon einmal über ein Bündnis nachgedacht? Ja, für später. Naja, du wirst deinen Weg schon finden. Genau. Und ihr denkt, ihr habt den Auftrag erledigt? Signor Garibaldi hat mich nicht mehr daran geglaubt, dass er seit Wochen vermisst, das Schiff wiederzufinden. Allerdings scheint die Meinungschaft keineswegs Schiffbräuletten zu haben. Denn das Schiff dümpelt unversehrt in einer sonnigen Bucht. Machen Sie ihn wieder Beine. Euch darf man nicht unterschätzen. Oh, danke, Ruben, wie schön. So, das Wasser hier fließt. Alles ist gut. Wiegt euch nur in Sicherheit. Macht schnell. Wollt nur sicher gehen. So, setzen wir mal die dritte Minderstellung auf. Mitspieler lösen. Ich gebe euch Gelegenheit, eure Loyalität. Ja, ist gut. Schnell. Ihr tragt eure Angst wie ein Banner vor euch her. Das ist ganz im Sinne und... Eine Produktion... Es gibt nichts über meine Familie zu berichten. Mit dem Augenblick, als ich die Gelübde ablegte, endete dieser Abschnitt meines Lebens. Zur Kenntnis genommen, ich habe nicht gefragt. Speicher. Wir müssen nochmal schleimen. Ich will mich mit Lutz einfach nur auf Handelsvertrag halten. Spiel gespeichert. Damit er keinen Unsinn machen kann. Das Zittern in eurer Stimme. Ich weiß, das Zittern in unserer Stimme. Wie fürchterlich. Laden. Die kommende Woche wird aber auch lustig. Am Donnerstag kommt nämlich die Pre-Order-Beta von Darktide raus. Oh, das wird lustig. Ja, das wird gestreamt werden. Stehlt nicht was Zittern in eurer Stimme. Lucius! Nimm doch einfach einmal hin, was ich dir sage. Akzeptier doch einfach mal das Kompliment. Es gibt keinen Grund für falsche Bescheidenheit. Du ewige Diva. Diese Folge hier ist übrigens wahrscheinlich eine Bonusfolge gewesen bisher. Und dann müsste ich schauen, wann wir die nächste Runde von Anno wieder machen, weil wir dann weiter... Wahrscheinlich wäre so eine Stunde oder so würfeln dürfen. So, Lucius. Ich habe eure Ankunft bereits. Ihr sagt es. Wie vorhersehbar. Ja, damit komme ich klar. Es sind auch +3 insgesamt.
Spiel gespeichert. So, Northburg ist stillgelegt. Die alle drei sollten jetzt nicht mehr so häufig auf die Nerven gehen können. So, und dann müssen wir jetzt nur darauf warten, dass Marie dazu ihren Auftrag rausdrücken will. Die Rüstungen sind verbeult und eines der Rösser lahmt. Ein Turnier kann jetzt nicht stattfinden. Wie schrecklich. Gut, gut. Zeit ist 12:03. Wir haben 12:13 immer noch festgehalten. Ich bin ein bisschen schockiert, dass Helena Flores diese Insel auch gar nicht genommen hat in dieser Version. Aber Lucius schafft es trotzdem nicht, eine Kirche zu bauen. Weil er seine Schultern falsch gebaut hat. Ihr versündigt euch! Marie. Du beschwerst dich nur darüber, weil ihr beide gerade nicht in einem... Ich habe eure Ankunft in einer Vision gesehen. Weil ihr gerade nicht in einem Bündnis, in einem Handelsbund seid. Einer ihrer Betriebe. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen überrascht, dass sie sich nicht gehen, dass sie an den Kragen fallen. Ich hätte damit gerechnet, dass die KI sich viel aggressiver gegenseitig bekämpft. Aber ich glaube, es liegt daran, dass Lucius seine Adligen nicht erreichen kann. Ich glaube, wenn er die erreicht... Und ja. Werdet ihr so schnell nicht mehr los. Hallo? Au. Oh. Bringt die Minöre rüber. Es gibt doch noch Gerechtigkeit. Und wie es die gibt. Achtung! Dann los! Dann los! Es sind drei Lager. Dürfen wir nun bei euch bleiben? Bringt mir die großen Kriegsschiffe rüber. Die hier werden von den Schiffen zerstört werden. Ein Glas. Was nun? Was ist? Lasst ihr uns jetzt endlich in eure Stadt? Nein! Ich bin sehr froh, dass ihr da seid, allerdings. Trüfflau. Mich hat's erwischt. Entweder wir dürfen bei euch leben. Können sie sich, glaube ich, nicht mehr wirklich wehren, wenn wir die so setzen. Verstanden. Wie ihr wünscht. Verstanden. Dann los. So. Achtung. Ja. Was nun? Ihr wagt es, meine sorgsam durchsetzten Bäume zu zerstören. Entweder wir dürfen bei euch leben. Was nun? In einer Minute und 27 Sekunden gehen sie einfach in die Luft. Zeit für ein Quicksave. Oder einen echten Spielstand. Wir kommen aber der Aufgabe, wer ist dieser Robin, auch immer näher. Spiel bei der Masse an Gesetzlosen, die wir hier haben. Eine Produktion kommt zum. Theoretisch könnte man das gleiche Lager immer und immer wieder zerstören. Einer ihrer Betriebe stellt keine Absolut. Lasst ihr uns jetzt einer ihrer Betriebe. Oh ja. Wir schicken euch gleich in unsere Richtung unserer Stadt. Einer ihrer Betriebe mit Mach 4. Vier, drei, zwei, tschüss. Ihre Minöre haben die Mauer des Gegners gesprengt. Was ist?
Lasst ihr uns jetzt endlich in eure Stadt? Ja. Und tschüss, mein Freund. Gegen geharnischte Ritter sind wir wehrlos. Gegen geharnischte Ritter und gegen Sprengstoff von unter euren Fußsohlen. Hättet ihr euch vorher überlegen müssen. Wird gemacht. Achtung! Da! Alles in die Luft! Ja! Denen zeigen wir es! Entweder wir dürfen bei euch leben. Okay, sie könnten uns angreifen, aber sie tun es nicht. Das ist, was mich am meisten überrascht. Gesetzlos sind aber auch tatsächlich recht starke Truppen. Nun, oder sie werden es gewesen sein. Quick Save Time. Spiel gesichert. Und Schub. So. Militär. Wer ist dieser Robin? Die Mauer des Gegen geharnischte Ritter sind wir 16. Los. Ja. Gut. Dann los. Zieht die Menüre hier ab. Dann los. Achtung. Dann los. So. So, Bäume wieder aufstellen. Die uns so dreist geklaut wurden. Die wir manuell setzen müssen, weil die ansonsten nicht so eng gesetzt sind, wie wir sie brauchen. Dann bringt die Menüre zurück. Die haben ihre Aufgabe gut getan. Theoretisch sind wir 2 Minuten oder 2 bis 3 Minuten vor dem vorher berechneten Timer. Könnte es das Garibaldi das Ganze durcheinander gebrochen haben. Das müsste ich noch abwarten. Wenn das jetzt gleich nicht der Fall ist, dann müssen wir gleich. Dann werde ich gleich die Pause einlegen. So oder so werde ich gleich die Pause einlegen. Aber ich hätte lieber gerne vorher den Auftrag oder einen Spielstand, bei dem wir mit Marita Tor auswürfeln können. Deswegen machen wir jetzt erstmal gar nichts. Wir lassen mal kurz mal die Zeit durchlaufen. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Dachte schon. Ich wollte mich fast schon freuen, als sie plötzlich angefangen hat zu labern. Noch ein Quick Save. Spiel gespeichert. Also ja, zwischen 12 und 15 irgendwo müssten wir einen Auftrag bekommen können. Hierbei benötige ich eure Nein! Northburg! Warum? Warum bist du es? Warum von allen Leuten bist du es? Das heißt, wir müssten wieder 18 Minuten warten. Bei 12:30 haben wir die nächste Chance auf den Auftrag. Nein, Northburg. Wir legen die Aufnahmepause ein. Und in der nächsten Aufnahme werden wir dann erst einmal durchwürfeln, in einer wahrscheinlich 400 Jahre währenden Bonusfolge. Nachdem wir dann erstmal Northburg abwarten müssen. Und dann werden wir sehen, nicht wahr? Insofern
bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Anno 1404 wieder. Wo wir diesmal Marita Trust Quest nachgehen, nachdem wir mit Lucius fertig sind. Was mich schon sehr freut. Auf alle Fälle. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und Cheerio.